Hohe zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dishonored, wo wir uns wieder im Pub befinden, also sozusagen auf sicherem Boden. Wir haben eine optionale Aufgabe, wir sollen Emily finden, die sich vor dem Unterricht drückt. Und wir sind auf dem Weg zu unserer letzten Mission. Offensichtlich. Hört sich zumindest an. So, wo könnte Emily sein? Hast du Emily gesehen? Ah, Waverly. Eine tragische Geschichte. Ja. Wo könnte Emily sein? Oh, hier ist auch ein Audiograph. Oh, hier hat sie so ein kleines Geheimversteck aufgebaut. Die Geheimnisse von Bündysien kennen wir ja schon. Karte. Ich schreibe ein Stück Geschichte. Dunwall steht an der Schwelle eines neuen, besseren Zeitalters. Und ich, alter Seemann, spiele dabei eine Rolle. Ich bezweifle, dass sich jemand erinnert. Die ehrwürdigen Männer, die das hier vollbracht haben, sind die wahren Helden. Und das quirlige junge Mädchen, das ihre Traurigkeit über den Tod ihrer Mutter so gut versteckt. Aber vielleicht wird jemand sich diese Aufzeichnung tatsächlich anhören. Und dann weiß er, dass ein bescheidener Seemann namens Samuel bei all dem dabei war. Ja, gut, Samuel war jetzt nicht derjenige, der hier mordsheroische Taten vollbracht hat, aber er hat uns... Wow, ich darf da nicht rein. Aber er hat uns immer wieder irgendwo hingebracht und immer wieder abgeholt. Also, er hat sein Leben genauso riskiert. Das darf man nicht vergessen. So, wo ist denn Emily? Wer bist du? Guten Tag, Sir. Cecilia? Okay, da hinten sitzt sie. Soll ich etwas für Sie konstruieren? Ich kann alles herstellen. Fast alles. Haben wir noch mal irgendwie einen Plan gefunden? Ich glaube nicht. Nein, haben wir nicht. Und verbesserungstechnisch ist es eigentlich auch eher uninteressant. Wo könnte denn jetzt unser Töchterlein sein? Die wird sich ja wohl kaum in ihrem Zimmer verstecken, oder? Andererseits könnte sein. Kommt man denn hier irgendwie rein? Sie ist hier letztes Mal lang gegangen, das weiß ich noch. Ich weiß nur nicht, wo sie dahin wollte. Emily, Emily. Oh, hier. Was ist denn hier? Aber hier in ihrem Zimmer waren wir ja, also hier kann sie nicht sein. Vielleicht ist sie... Ist sie am Steg? Und wartet auf uns? Nein, tut sie auch nicht. Wo könnte sie sein? Rein theoretisch, vielleicht versteckt sie sich bei uns oben. Oder in irgendeinem anderen Zimmer. Aber irgendwo muss sie ja sein. Das ist schon wieder eine Münze. Und rein theoretisch müssten wir sie mit unserer Sicht ja sehen können. Aufgrund einer noch andauernden Untersuchung ist der Zugang zu den Straßen um das Boyle-Anwesen verboten. Ich bin jetzt echt verwirrt. Wo könnte Emily sein? Da hinten ist eine Essenz. Na. Ich lasse die Sicht an, sonst finden wir sie nie. Lydia, hast du Emily gesehen? Einst habe ich mich bei den Brimsleys eingeschlichen. Eine sehr merkwürdige Feier. Nein. Wahrscheinlich nicht. Aber da oben? Da oben sitzt jemand. Ist sie das? Versteckt sie sich da? Ja. Ich finde dich immer mit der Sicht. Sei leise. Ich verstecke mich vor Callista. Sie mag das Spiel. Wir haben das doch auch gespielt, oder nicht? Weiß nicht, warum Verstecken so lustig ist. Hier. Das habe ich am Flussufer gefunden. Ich habe es als Glücksbringer unter mein Kissen gelegt, aber dann hatte ich Albträume. Ich schenke es dir. Ein Knochenartefakt. So, Hausaufgaben.
Verstecken wird langsam langweilig. Eine Rune. Okay. Das Problem ist, nein, theoretisch haben wir ja alles, was, ja, interessant ist. Wir haben jetzt 5 Runen. Gesundheit. Kurzzeitige Übernahme von Tieren. Ich nehme es einfach mal mit. Drücke rechte Maustaste, um für kurze Zeit in einen Tierkörper einzudringen und diesen zu beherrschen. Du kannst die Beherrschung jederzeit beenden, indem du erneut rechte Maustaste drückst. Wenn die beherrschte Kreatur stirbt, erleidest du dasselbe Schicksal. Kleintiere können die Beherrschung nicht überleben. In der zweiten Stufe kannst du auch die Kontrolle über Menschen übernehmen. Im Körper eines anderen Menschen kannst du nur einfache Handlungen durchführen, wie Türen öffnen oder Dinge tragen. Okay, also ich glaube nicht, dass wir diese Fähigkeit benutzen werden. Denn ich möchte keine kleinen Rattis töten. Also, außer die uns nicht wohlgesonnen sind, die in Ratten schwärmen. Die wollen wir töten. So, aber ich denke, wir machen uns dann wohl auf den Weg. Der gute Samuel wartet. Bereit, den Lord Regenten zu treffen? Es wird Zeit, dass wir uns um ihn kümmern. Höchste Zeit. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir laufen irgendwie... Ich weiß nicht warum. Ich habe so ein Gefühl, dass wir irgendwie in eine Falle laufen. Sie haben recht. Auf zum Dunwall Tower. Man sagt ja immer weibliches Bauchgefühl. Das liegt eigentlich selten falsch, aber naja, ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall habe ich ein ungutes Gefühl. Es ist an der Zeit, die Herrschaft des Lordregenten zu beenden und wenn du erfolgreich bist, kann Emily zur Kaiserin gekrönt werden. Du musst deshalb zum Dunwall Tower zurückkehren und in das Gebäude eindringen, in dem du einst als kaiserlicher Schutzherr gedient hast. Paranoid wie eh und je hat der Lordregent die Sicherheitsmaßnahmen in den letzten Monaten auf irrwitzige Weise verstärkt und verfügt über einen stark gesicherten Schutzraum, in dem er fliehen wird, wenn du einen Alarm auslösen solltest. Was wir hoffentlich nicht tun. Da wären wir, Corvo. Ihre letzten Erinnerungen an den Dunwall Tower dürften keine guten sein. Nein. Vielleicht machen Sie jetzt wett, was damals passiert ist. Vom Wasserschloss aus wird es eine kleine Kletterpartie. Na gut, das sollten wir wohl hinkriegen. Das Wichtigste ist, den Lordregenten zu töten. Er hat sich da etwas auf dem Dach gebaut. Nennt es einen Schutzraum oder so. Verrückt, wenn Sie mich fragen. Corvo, wenn ich Ihnen schon die große Führung gebe. Hier befindet sich die Sendezentrale, aus der die ganzen Bekanntmachungen kommen. Könnte interessant sein. Bereit? Wenn wir uns wiedersehen, wird der Lordregent tot sein. Und wenn nicht, war es eine Ehre, mit Ihnen zu dienen. Oh. Oh, mach da nicht so einen Lärm. Beende die Herrschaft des Lordregenten. Eliminiere den Lordregenten. Gibt es da auch eine nicht tödliche Version? Das Auslösen von Alarmanlagen könnte den Lordregenten zur Flucht in seinen Schutzraum auf dem Dach bewegen. Die Sendezentrale befindet sich ebenfalls im Tower. Eine gute Gelegenheit, die Propagandamaschine des Lordregenten abzuschalten. Du bist zum Dunwall Tower zurückgekehrt, wo alles begann. Es ist an der Zeit der unrechtmäßigen Herrschaft des Lordregenten Hiram Burroughs ein Ende zu setzen. Ja, das versuchen wir. Okay, hier ist ganz viel Zeug. Dunwall Tower, 189 Meter. Okay, wo genau will er uns denn jetzt haben? Also ich meine, wir werden ja hier nicht einfach so reinschwimmen können. Können wir hier einfach so reinschwimmen? Offensichtlich ist hier zumindest nicht so viel los. Er hat ja gesagt, es wird eine Kletterpartie. Also verstehe ich das jetzt einfach mal so, dass wir hier wahrscheinlich rein müssen. Okay, da ist auch ein Knochenartefakt. Also sind wir hier gar nicht so verkehrt. Wir müssen jetzt halt nur noch nach oben kommen. Und das da sieht ja gut aus. Glaube ich.
hoffe nur, hier können keine Leute rumlatschen oder hier laufen keine Leute rum. Aber das Problem ist, das Knochenartefakt liegt da. Wie kommen wir denn da hin? Kommt man denn von hier irgendwie vielleicht doch anders? Moment. Hier vielleicht. Und dann darüber. Und dann wurde Erdo wegen Pfeifen degradiert. Der Lordregent fragte, wie man so einen Attentäter hören will. Und Barriss degradiert war nicht sauber. Der Lordregent sagte, der Attentäter riecht ihn im Dunkeln. Ich werde sie bald degradieren, weil sie zu viel reden, Wache. Ich finde die Gespräche manchmal lustig. Ein erfolgreicher Falkenangriff bringt dir etwas Mana zurück. Das wollen wir auch nicht machen. Ich habe dem Alarmsystem geholfen. Und er sagte mir, gute Arbeit. Genau, mir. Kurz dachte ich, wir würden uns die Hände schütteln, aber nein. Ruhe. Die klingen aber ziemlich nah, muss ich sagen. So, kurz warten, bis es sich auffüllt. So, und dann geht es wahrscheinlich hier weiter. Aber hier ist es wahrscheinlich besser, wenn ich allmählich mal diese Sicht anschmeiße, denn wir sind hier zumindest nicht mehr alleine. Oh. Ah, Ratten. Und hier kommen wir, doch, hier kommen wir hoch. Gut. Können wir die vielleicht so umgehen? Ich glaube nicht, dass wir denen entkommen können. Ah, vielleicht doch. Ich denke nicht, dass sie hier hinkommen. So, dann einmal hier hoch. Und dann sind wir hier, glaube ich, schon ganz gut bei eigentlich. Sicherheitshalber. Das ist so ein mistiger Turm. Den ich jetzt nicht einfach so ausschalten kann. Also könnte ich nur versuchen, hier hinzukommen und das Ding irgendwie ausmachen. So. Das war ganz schön knapp. Er sagte mir, gute Arbeit. Genau. Mir. Kurz dachte ich. Dann können wir nämlich das hier auch noch aufgrabbeln. Das verarbeitete Balöl. Ich denke, hier gibt es auch wieder mehrere Wege nach oben. Wir versuchen es jetzt einfach mal mit dem hier. Achtung, Angestellte des Dunwall Towers. Alle Neuzugänge haben sich sofort beim Offizier vom Dienst zu melden. Wow, hier ist eine Sackgasse. Oh, ich habe rechts neben uns gerade ein Schrittgeräusch gehört. Oh, okay, gut. Puh. Ich dachte, da würde jetzt jemand hochkommen. Dann legen wir ihn hier hin. Hier fällt er dann vielleicht nicht unbedingt auf und mein Kabel ist schon wieder störend. Okay, da kommt eine Wache. Nichts wirklich Interessantes. Okay, hier ist einiges los. Hier werden wir auf jeden Fall nicht so einfach durchmarschieren. Ich frage mich, ob wir irgendwie oben drauf kommen. Das wäre praktisch. Ja. Jetzt hoffe ich natürlich nur, dass hier auf dem Dach nicht irgendwelche fiesen Anlagen installiert sind. Wow. Das Schloss wirkt fast schon bedrohlich. Und da ist die... Das ist auch die...
Das ist ja witzig. Wir kommen genau über den gleichen Weg, in dem auf dem auch die Attentäter gekommen sind, die sollen wir uns heute Abend auf unsere Frau auf dem Gewissen haben. In der Tat, das glaube ich. Da haben wir mit unserer Frau, mit unserer Tochter Verstecken gespielt. Da haben wir eine Rune. Und es sind auch nur noch die beiden. Ich frage mich jetzt nur, was da unten liegt. Eigentlich, ja, ich weiß nicht, ist das ein guter Weg? Ich meine, das da unten kann jetzt nicht so wichtig sein, oder? Ist das ein Walöl? Ich denke nicht, dass das so wichtig ist, dass wir das jetzt riskieren müssen. Achtung, Angestellte des Dunwall Towers. Bleiben Sie auf Ihren Posten, bis Sie weitere Befehle erhalten. Oh. Ich hoffe, uns sieht hier niemand. Oh, hier läuft eine Wache. Ich sollte vielleicht gelegentlich mal mit das ist doch die letzte Scheiße. Dieser Sicht arbeiten. Oh je. Da ist die Rune. Das heißt, verdammt. Ich weiß nicht, ob der jetzt hier rumkommt. Ja, kommt er. Und ich weiß nicht, ob er uns in dem Gebüsch gesehen hätte. Hey, ich habe doch eigentlich gespeichert. Habe ich nicht gespeichert? Verdammt. Ich speichere zu selten. Okay, wir gehen trotzdem, glaube ich, den gleichen Weg, den wir... Den müssen wir nämlich gehen. Achtung, Angestellte des Dunwall Towers. Bleiben Sie auf Ihren Posten, bis Sie weitere Befehle erhalten. Er hat uns gesehen. Er hat uns gesehen. Das letzte Mal hat er uns nicht gesehen. Diesmal schon. Vielleicht können wir das Ganze abkürzen und direkt hier rüber gehen. Könnte sein. Uah. Ja, da läuft gerade einer. Okay, dafür ist der hier gerade... da unterwegs. Wir müssen also irgendwie versuchen, da in das Haus zu kommen. Ich weiß noch nicht wie. Aber da ist die Rune. Da sind Ratten, aber nicht genug, um uns gefährlich zu werden. Da oben steht eine Wache. Ich denke, wir müssen uns fast um den da kümmern. Moment mal. Er hat uns... Wer ist denn das? Hilf mir doch! Ich hatte gehofft, eben, dass das Gebüsch eben reicht, um sich zu verstecken. Aber das ist eben nicht so. Dann hoffe ich, dass jetzt gerade keiner guckt. Hat er uns gesehen? Hat die Maschine uns gesehen? Hoffe nicht. Ich dachte wirklich, das Gebüsch würde ausreichen. Weil das so buschig und dicht war. Verdammt. Aber dann packe ich den hier wirklich besser etwas weiter weg von seiner Route. Falls da wieder mal jemand anders auf die Idee kommt. Und dann versuchen wir mal vorne rum irgendwie... da hochzukommen, beziehungsweise da reinzukommen eigentlich, viel mehr. Denn da drin ist irgendwo eine Rune. Au. Ich muss nochmal neu laden.
Da ist so eine blöde Blitzanlage. Verdammt. Okay, irgendwie müssen wir die Blitzanlage umgehen können. Ich weiß nicht, ob wir irgendwie von hier aus hochkommen. Aber ich glaube nicht. Das ist nämlich, glaube ich, zu hoch. Andererseits... Ja, weil ich glaube nämlich manchmal an einigen Sachen soll man, glaube ich, nicht hochkommen, wie hier diese Wand zum Beispiel. Glaube ich. Nein, hier soll man nicht hochkommen. Verdammt! Also müssen wir die irgendwie anders umgehen. Rein theoretisch könnte man sich ja einfach drauf teleportieren. Oder, Moment mal. Wir haben ja eigentlich... Wo ist denn diese tolle Fähigkeit? Da ist sie. Wenn ich schnell bin. Jetzt ganz, ganz schnell hier dran vorbei. Huh. Offizieller Erlass. Auf Befehl des Lordregenten. Ab sofort ist jeglicher Zugang zum Dunwall Tower verboten, ausgenommen offizieller Besucher, die über die Schleuse kommen. Das Haupttor bleibt ohne Ausnahme verschlossen. Dieser Erlass wurde vom Büro von General Tobias mit der vollen Autorität des Lordregenten verfasst. Okay, ja, ich denke, er hat wirklich Angst um sein Leben. Da ist unsere Rune. Können wir uns doch nochmal ein bisschen Fisch gönnen. Kanalisationsstatus im Monat der Netze. Gekürztes Gespräch. Anhang eines formellen Berichts eingereicht von Gruppe 17a der Stadtwerke. Ich wurde gebeten, von dem Problem zu erzählen. Also los geht's. Jedes Jahr arbeiten wir im Monat der Netze wie verrückt. Ich sehe meine Familie so gut wie nie. Schlimm genug, dass die Kanalisation mit Müll, alten Kisten und Netzen verstopft ist. Es riecht da unten auch noch wie Hexenfisch-Eingeweide. Wir müssen unsere Arbeit bis zum Monat des Regens abgeschlossen haben, sonst sind wir in Schwierigkeiten. Und das bedeutet nicht, dass wir von diesen Schnöseln in der Bauabteilung Hilfe bekommen. Ich mache diesen Job jetzt schon seit 28 Jahren und habe noch nie einen von denen hier runterkommen sehen. Höchstens mal, wenn sie ausmessen, ob der Untergrund stabil genug für eine ihrer neuen Brücken sein wird. Die letzten 3 Jahre waren die schlimmsten, und zwar sind die Flusskriecher daran schuld. Haben sich in der Kanalisation verkrochen. Wenn wir einen von uns rufen und schreien hören, als ob er verbrennen würde, können wir nichts anderes tun, als nach oben zu klettern. Er oder wir. Oh je. Flusskriecher sind also keine netten Viechers. So, dann speichern wir, weil wir das hier so glorreich geschafft haben. Dann haben wir noch hier eine Rune und das war's dann sogar schon. Uah, das ist nah. Also rein theoretisch. Er ist... Halt! Wer ist da? Gerade am Rauchen und ich dachte, er wäre etwas weniger aufmerksam, aber er ist ziemlich aufmerksam. Und da oben ist auch einer. Jetzt kommt er hier runter. Kommt er hier rein? Er kommt hier rein. Was war das? Wachen! Zum Verdammt! Was macht er denn hier drin? Können wir uns vielleicht hier drunter verstecken? Sieht er uns denn nicht? Wenn er jetzt gleich losmarschiert? Ja, das sieht gut aus. Hoffe ich. Nicht in unsere Richtung gucken. Schön ruhig bleiben. Dann nehmen wir dich mit und legen dich in ein Bettchen, in das du dich sowieso legen wolltest, glaube ich. Genau. So. Hier war eigentlich noch irgendwo jemand. Und diese Rune in 118 Metern. Okay, die Wache da oben sollte jetzt nicht
so das Problem sein. Hoffe ich. Andererseits, ich komme da auch gar nicht hoch. Kurz gucken, was wir hier haben. Walöl. Granaten. Sollen wir uns hier mit Granaten durchkämpfen? Zettelchen, Zutritt verboten. Hauptmann Briamont, ich muss Sie bitten, mit einem Ihrer Männer zu sprechen. Corporal Keyes erstattet Ihnen Bericht, nehme ich an. Laut Aussage des morgendlichen Offiziers vom Dienst stieg Keyes heute in den Keller hinunter und traf sich dort mit dem kaiserlichen Befrager. Ich weiß nicht, was Sie miteinander zu bereden hatten, aber mir wurde berichtet, dass Keyes sich für die Okkulte interessieren soll. Wie dem auch sei, ich bin kein Aufseher, also ist es mir einerlei, wie er seine Zeit verbringt, wenn er gerade keinen Dienst tut. Aber halten Sie ihn besser vom Foltermeister fern. Unseren Männern ist der Zutritt zum Kellergeschoss untersagt. Major Hocking. Kellergeschoss, finde die Gemächer des Foltermeisters. Eliminiere den Foltermeister. Warum? Was war das? Hey, was war das? Ich hab doch was gehört. Verdammt! Jetzt muss ich da nochmal hoch. Ich habe das aus Versehen runtergeworfen. Tollpatschig, wie ich bin, habe ich erstmal irgendwelche Sachen runtergeworfen. So, lesen. Wir haben es gelesen. Was ist, wenn wir hier einen Walöl-Tank reintun? Gar nichts, weil das Ding kaputt ist. Okay, wir sollen die... Wo ist denn hier Ziele? Hier. Finde die Sendezentrale. Warum wird uns das... Ach, da. Genau, okay. Im Keller. Auf jeden Fall ist das irgendwo im Keller, hat er gesagt. Und da ist die Rune. Okay, können wir irgendwie das leiser machen, ohne dass wir das hier alles umschubsen? Andererseits, hier will ich gar nicht hin. So, das hier sollten wir vielleicht auch noch einsammeln. So, und dann sehe ich, wir sind wieder am Ende der Zeit angekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat wieder Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei wärt. Bis dahin, ciao!